Unser Spezialist für Entschleunigung, Oligarch, ist uns jetzt zugeschaltet. Die Meinung aus Bad Papenburg. Entschleunigung ist ein Modewort. Früher sagte man nämlich dazu Gemütsruhe. Und eben jene findet man nun mal im Allgemeinen nicht auf dem Weihnachtsmarkt und im Besonderen nicht auf dem Halli-Loppmann-Ring. Auf letzterem, von der Landfrauenfront organisiertem 125-jährigen Brauchtumsmarkt, ist nämlich von früh bis spät etwas los. Zwischen dem Maritimen Bergbaumuseum im Süden und dem vom fehlenden Testzentrum mit Christbaumverkauf im Norden beschallen Heerscharen gröhlender Glühweinfanatiker, Autoscooter, Shantyköre und mit Blockflöten fiepende Kinder der Michael-Wendler-Grundschule unentwegt den geplanten Anrainer. Benny Pötter meinte mit Blick auf Tropenhelmuts grünen Wintermantel gar, dass sie dem Weihnachtsgrinch auch äußerlich immer näher käme. Grinch ähnelt in der Aussprache dem Jugendwort des Jahres Cringe, was so viel wie zum Fremdschämen bedeutet und Anwendung finden sollte auf die Art und Weise, wie verächtlich in unserem Land Impfbefürworter und Impfskeptiker miteinander umgehen. Wie, um Weihnachten einen großen Bogen zu machen, ist es das gute Recht eines jeden des freiheitsbringenden Peaks abzulehnen. Dann aber bitte auch im Falle eines Falles, wie bei Weihnachten, mit einer Konsequenz auf ein Intensivbett zu verzichten. Apropos und nebenbei bemerkt, das plattdeutsche Wort des Jahres wurde zum 14. Mal in Folge Töffel. Übrigens, der Markt, also das maritime Halli-Loppmann-Sünner-Klaas-Juchai von 1896, findet nur deshalb statt, weil wir Anwohner durchgeimpft sind. Und zwar mit einer Impfquote von 198%. Das vermutlich daher rührt, dass sich im Dönerimbiss von Mia Butterblum Hamadi eine Impfstation etabliert.